Bei der Arbeit auf hoher See lauern viele Gefahren. Wer auf Offshore-Windenergieanlagen oder anderen Offshore-Installationen arbeiten will, der muss umfangreiche Trainings absolvieren. Die ISC Training and Assembly GmbH in Rostock bietet solche Sicherheits- und Erste-Hilfe-Trainings an. Die Firma ist eine Tochter des Aus- und Fortbildungszentrums AFZ. Am 22. Februar fand hier das dritte Offshore-Symposium statt. Auch dabei standen die Themen Arbeitsschutz, Rettungskonzepte und Ersthelferausbildung auf der Tagesordnung. Positive Botschaft war aber auch, die Zahl der schweren Unfälle ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Man hat immer das Gefühl, dass offshore ganz viel furchtbare Sachen passieren. Das ist nicht so. Es sind eigentlich die vielen kleinen Unfälle draußen. Es sind viele Erkrankungen, wurde vorhin auch nochmal gesagt. Also Infekte, Hals, Nasen, Rachenraum, Bauch, irgendwie Darmerkrankungen. Das ist so eher das größere Thema als wirklich die schweren, großen Verletzungen. Die halten sich Gott sei Dank, muss man ja sagen, in Grenzen. Aber für die Trainings, die Grundlage, gerade für diese Ersthelfer-Offshore-Ausbildung, ist die DGUV-Empfehlung zur ersten Hilfe in Offshore-Windparks. Da gibt es klare Vorgaben, Empfehlungen, muss man ja sagen. Empfehlungen gibt es viele im Offshore-Bereich. Eine bundesweit einheitliche Ausbildung des Fachpersonals gibt es aber nicht. Man versucht natürlich viel zu vereinheitlichen. Man hat im Training, im Bereich der Trainings, so einen Industriestandard GWO geschaffen, wo man sagt, man versucht die Trainings auf so einen gemeinsamen kleinen Nenner zu bringen, dass man sagt, das ist eine Grundausbildung. Aber es gibt unendlich viele Bereiche, die schlichtweg nicht geregelt sind, wo eigentlich die Branche nach Best Praxis schreit und sich selber so ein bisschen die Lösung suchen muss. Lösungen und Anregungen. Dafür soll das Offshore-Symposium eine unabhängige Plattform sein. Die gut 100 Teilnehmer konnten sich auch über neue Produkte für die Branche informieren. Die richtige Kleidung ist für die Sicherheit der Arbeitnehmer im Offshore-Bereich entscheidend. Diskutiert wird aber auch immer wieder, inwiefern sich die Arbeitszeit auf das Unfallrisiko auswirkt. Die Offshore-Arbeitszeitverordnung von 2013 legt fest, dass über die auf dem Festland geltenden Arbeitszeiten hinausgegangen werden darf. Diese Verordnung steht aber derzeit auf dem Prüfstand. Das Bundesministerium der Arbeit hat da einen entsprechenden Auftrag gegeben, dass also diese Arbeitszeitverordnung evaluiert wird. Und im Moment steht sie auf dem Prüfstand und wir versuchen uns dafür einzusetzen, dass der Status quo einerseits erhalten bleiben kann, weil unsere Unternehmen diese Möglichkeiten gebrauchen, insbesondere im europäischen Wettbewerb, und dass man moderat gegebenenfalls auch noch kleine Regelungen, die große Effekte haben, ausbaut. Dass man also die Arbeitszeit-Offshore-Verordnung weiterentwickelt und an die Gegebenheiten anpasst. Um im europäischen Wettbewerb zu bestehen, brauche es vor allem eine einheitliche Stimme. Viele unterschiedliche Weichenstellungen müssten unter einen Hut gebracht werden, hieß es auf der Veranstaltung. Große Sorgen macht mir persönlich zum Beispiel der Brexit, wo man sagt, so gerade die UK ist eigentlich ein Player in diesem ganzen Offshore-Bereich gewesen, der viele Standards gesetzt hat, der viel Vorreiter in vielen Dingen war. Ich weiß, will gar nicht urteilen, ob immer richtig oder falsch, aber sie haben viel gemacht. Das war im Rahmen der EU natürlich alles noch möglich, irgendwie auch Dinge anzugleichen. Wenn so ein Brexit erfolgt ist, weiß ich nicht, was dann weiter passiert. Die Branche kämpft weiter darum, Gehör zu finden. Und sie braucht praxisnahe Lösungen. Die ISC Training and Assembly GmbH will diese gemeinsam mit vielen Partnern finden. Sie ist ständig auf der Suche nach innovativen Trainingsmethoden und Ausbildungsinhalten, um das Fachpersonal bestmöglich auf den Alltag auf hoher See vorzubereiten.